2018, vor mittlerweile fast 5 Jahren, haben wir den Harry Potter Test gemacht, in welchem Hogwarts-Haus ich bin. Und ich dachte, es wird meiner Zeit zu schauen, ob sich da was geändert hat. Damals war ich in Ravenclaw. Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück bei einem neuen Video. Wie ihr gerade im Intro schon gehört habt, werde ich heute nochmal den Test machen bei Pottermore, um zu schauen, in welches Hogwarts-Haus ich einsortiert werde. Ja, vor 5 Jahren war es Ravenclaw. Ich bin mal gespannt, ob sich da irgendwas geändert hat. Ja, ich würde sagen, wir gehen direkt so. Rein. Da sind wir auf der Pottermore-Seite und ich würde sagen, let's go. Okay, wir müssen uns eins entscheiden. Ich weiß jetzt nicht, also ich habe keine Ahnung mehr, wie diese Tests aussahen. Ich weiß nur, dass sie schön aussahen. Von mir habe ich keine Ahnung. Also wir müssen uns entscheiden für Mond oder Sterne. Ich bin, glaube ich, eher ein Mondtyp. Okay, was, worauf freue ich mich am meisten bei Hogwarts zu lernen? Also was möchte ich am meisten lernen? Magische Kreaturen. Wie man auf einem Besen fliegt. Das ist natürlich interessant. Apparieren und desapparieren. Die Geheimnisse vom Schloss. Sich verwandeln. Zauber. Oder jede Art von Magie. Ja, ich will alles lernen, ne? Also wenn ich schon da bin, so. Warum sollte man sich auf Besen fliegen, wenn man alles machen kann, ne? Okay, wofür würde man, also möchte ich in so Historie bekannt sein. So great, so wise, so bold, so good. Bin gerade zwischen great und good am überlegen. Also bold bin ich auf jeden Fall nicht. Weiß wahrscheinlich auch nicht. Ich glaube, ich gehe mit gut. So. Ein Muggel konfrontiert mich und sagt. Ah, okay. Also die konfrontieren mich, sagen, ob ich eine Hexe bin. Fragen, was macht die daran denken? Das, was die nächste daran denken? Jawohl. Mental Health, das ist eine gute Antwort, glaube ich. Agree and ask. Das ist schon so ein bisschen sassy. Agree and walk away, leaving them to wonder whether they are bluffing. Ich glaube, ich gehe mit. Ach, das ist schwierig. Ich glaube, ich gehe damit. Weil zustimmen sollte man ja nicht, weil das soll ja ein Geheimnis bleiben, ne? Deswegen Mental Health und anbieten, einen Doktor zu rufen, klingt gut. So. Wenn ich Hogwarts besuchen würde, was für ein Haustier würde ich mitnehmen? Da bin ich natürlich ganz klar bei Katzen, weil ich habe eine Katze. Und welche Katze würde ich nehmen? Ginger Cat, White Cat, Siamese Cat, Tabby Cat oder Black Cat? Okay, bei meiner Mutter lebt meine schwarze Katze. Die hatte ich, also die habe ich, wann habe ich die adoptiert? 2015 oder so? Und als ich ausgezogen bin, ist sie halt da geblieben, weil das eine Draußenkatze war und halt, ne, ihre Umgebung und so. Und jetzt mit meiner Mitbewohnerin, mit meiner Freundin zusammen, haben wir eine Tabby. Deswegen würde ich sagen, nehme ich die, weil, ja, so. Which would you rather be? Also, was möchte ich lieber sein? Gemocht? Also vertrauenswürdig? Gefürchtet? Invite? Also so... Mir fällt das Wort, deutsche Wort gar nicht ein. Ja, einschüchtern, nein. Praised. Also, ja. Ich glaube, vertrauenswürdig. Ich habe so 4 Boxen vor mir und ich muss mir einen entscheiden, eine zu öffnen. So, wir haben eine gleaming schwarze Box mit silbernen Schloss. Mysteriöse Rune. Also ich gehe jetzt einfach mal nach den Aesthetics, ne? Die finde ich jetzt irgendwie hässlich. Die ist irgendwie so ein bisschen unscheinbar. Die finde ich auch hässlich. A small creature, okay.
Die sieht cool aus. Okay, dann geh ich mit dir. So, Head oder Tail? Also wenn es jetzt auch das ist, was man auf dem Bild sieht, würde ich mit dem Tail gehen. Hi, Drachen, hallo. Okay, okay. Die Entscheidung steht, so. Hufflepuff! Okay. Ich habe mich von einem Waveclaw in eine Hufflepuff entwickelt. Jo. Warum nicht, ne? Okay. Meine Fellow Hufflepuffs. Ich find's noch immer so lustig. Cedric Diggory. Und Edward Cullen. Das ist so gefühlt so lange her, dass dieser Beef da war, weil er nach Harry Potter bei Twilight mitgespielt hat. Ah, okay. Das sind so Erinnerungen so. Okay. Ja, vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich natürlich über ein Like, Kommentar oder was auch immer freuen. Schreibt mir gerne mal, in welchem Haus ihr seid, wenn ihr diesen Test macht, ob da jedes Mal was anderes rauskommt. ja, und wenn ihr noch mehr von diesen Videos dieser Art sehen möchtet, dann abonniert gerne den Kanal und schaut mal bei meinem TikTok-Kanal vorbei. Der ist unten verlinkt. Da habe ich jetzt seit gestern angefangen, wieder Videos zu posten. Also, was heißt wieder? Das erste Mal. ja, wenn euch das interessiert, schaut gerne da vorbei. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ein schönes Wochenende.